Das DNQP, das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, versteht sich als unabhängige Stimme in der Pflege zur Entwicklung von Pflegequalität, zur Entwicklung von Qualitätsmaßstäben. Und dieser Netzwerkgedanke war eigentlich bei der Gründung des DNQP vor etwas mehr als 25 Jahren ein sehr zentrales Element. Es ging darum, deutlich zu machen, über Netzwerkarbeit, über den Austausch in einem Netzwerk, über die gegenseitige Bekanntmachung von Beispielen guter Praxis, über Ansätze, wie Pflegeprobleme gelöst werden können und auch über die Verständigung, wie es am sinnvollsten ist. Darüber soll Qualität in der Pflege entstehen und wir glauben als DNQP nach wie vor, dass dieser Weg auch der richtige ist. Der Vorteil eines Netzwerks ist auch, dass zu diesem Netzwerk immer sehr viele Menschen dazugehören können. Es ist halt auch ein offenes Netzwerk und wir laden alle ein, sich als Teil dieses Netzwerkes zu verstehen. Des Netzwerkes, was dazu beitragen möchte, die Qualität in der Pflege zu verbessern und auch den pflegerischen Beitrag zur Gesundheitsversorgung insgesamt deutlicher herauszustellen. Das heißt, uns geht es darum zu sagen, es gibt einen eigenen Beitrag, den die Pflege leistet zur Qualität der Gesundheitsversorgung, einen sehr eigenständigen. In diesem Sinne trägt das DNQP auch dazu bei, Pflege zu professionalisieren, indem wir halt festschreiben, aufschreiben, uns streiten, uns auseinandersetzen über den besten Weg zu zentralen Pflegeproblemen. Wir greifen in den Standards Themen auf, die in der Pflegepraxis vorkommen. Man muss es sich also so vorstellen, es ist nicht so, dass das DNQP neue Themen definiert, sondern wir greifen Themen auf, mit denen Pflegende im Pflegeheim, in der ambulanten Pflege, im Krankenhaus, in teilstationären Einrichtungen zu tun haben. Und wir versuchen im Rahmen der Expertenstandards das beste Vorgehen, das wissenschaftlich fundierteste Vorgehen, das aus Praxiserfahrung, aus Expertise heraus sich ergebende Vorgehen festzuschreiben und damit Hilfestellung für die Praxis zu geben. Das ist die Hauptintention, Hilfestellung im Sinne der weiteren Professionalisierung und Qualitätsentwicklung zu leisten. Manche fragen sich jetzt immer, was ist das DNQP eigentlich für ein Verein? Oder manche stellen sich auch vor, dass das ein Rieseninstitut ist mit zig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist nicht der Fall. Die Hochschule Osnabrück war in den letzten 25 Jahren sehr förderlich bei der Gründung des DNQP. Deswegen sind wir auch nach wie vor Teil der Hochschule Osnabrück. Die Leitung des DNQP, die ich innehabe, ist verknüpft mit einer Professur für Pflegewissenschaft an der Hochschule. Wir haben ein wissenschaftliches Team, in dem vier wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Wir haben eine Geschäftsstelle, in der zwei Personen arbeiten. Und das ist eigentlich schon der Gesamtrahmen hier an der Hochschule Osnabrück. Darüber hinaus gehören zum DNQP vor allen Dingen der Lenkungsausschuss, der ein- bis zweimal im Jahr zusammenkommt und der die wesentlichen Entscheidungen trifft, darüber, welcher Standard entwickelt wird, in welcher Reihenfolge Standards entwickelt werden und auch, wie wir uns in der pflegepolitischen und gesundheitspolitischen Diskussion als DNQP aufstellen und auch dort uns einbringen. Jeder Expertenstandard für sich wird immer entwickelt von einer sogenannten Expertenarbeitsgruppe, die wir zu jedem Thema neu zusammenstellen. Das heißt, wir versuchen, zu einem Thema die bestmögliche wissenschaftliche und praktische Expertise in der deutschsprachigen Pflegelandschaft zusammenzuholen, um auf dieser Basis dann einen jeweiligen Expertenstandard zu entwickeln. Man kann sich vorstellen, bei den insgesamt 10 Standards, die es mittlerweile gibt, ist auch darüber ein großer Kreis von Expertinnen und Experten entstanden. Wichtig für unsere weiteren Auftritte hier online wird es sicherlich sein, vor allen Dingen die Fragen aus der Praxis aufzugreifen, ja, die sich im Zusammenhang mit den Expertenstandards stellen. Ich möchte nochmal alle auffordern, uns auch Ihre Fragen, Anmerkungen zuzusenden, über welchen Weg auch immer. Vielen Dank und viele Grüße und bis zum nächsten Mal.